Liebe P6-TV-Zuschauer, bei mir der Herausgeber und Verleger von P6, Hans-Martin Knerr. Die Wahl ist vorbei. Dein Fazit, Hans-Martin? Also wir hatten eine fantastische Modegala 2009. Wir haben 500 Gäste, glaube ich, gehabt. Wir mussten oben die Empore noch aufmachen, weil wir eben nicht mehr gewusst haben, wohin mit den Gästen. Sie waren alle sehr zufrieden, die Sponsoren waren zufrieden, die Models waren zufrieden. Also ich denke, es war rundum ein gelungener Abend. Nächstes Jahr wieder in der Festhalle? Ja, wir schauen jetzt mal, wir werden ein Fazit mal zusammenstellen und guck mal. Aber ich denke, es gibt wenig Adressen, wenn überhaupt eine Adresse in Pirmasens, die diese Klasse wie die Festhalle hat. Ja, Hans-Martin, wie sieht die Zukunft von P6 aus? Was gibt es Neues dieses Jahr? Gibt es da schon was, was du uns verraten kannst? Ja, wir haben ja immer neue Ideen und versuchen darüber hinaus natürlich immer viel zu bewegen für die Stadt Pirmasens und für die Südwestpfalz. Und da gibt es jetzt auch 2009 wieder was Neues von uns, aber da möchte ich noch nicht so viel verraten. Wir wissen aber, dass P6TV immer stärker jetzt angenommen wird. Wir haben bekommen viele E-Mails, viele Fans mittlerweile, die über den offenen Kanal und über www.p6.de eure Clips anschaut. Und das ist natürlich was, wo länger gebraucht hat, aber langsamer, was sicher zum Erfolg genau. führt. Das ist aber die Zukunft TV im Internet oder im offenen Kanal. Ich denke, das ist eine schöne Geschichte. Jawohl, absolut. Genau. Gut, Hans-Martin, wie immer deine Grüße noch. Ja, ich grüße natürlich meine Familie, meinen Sohn und alle, die mich kennen. Vielen Dank und komm gut nach Hause. Dankeschön.